So, da bin ich wieder. Musik wieder an. Oh, da kriegt man direkt vier Stück. Ha! Tier vom ersten Mal, geil. So, dann packen wir mal die noch da rein. Die Pilze packen wir auch mal da rein. Hol ich mal zwei Fleisch mit, dann packe ich die Erde da rein, den Sand. Ganzen Stack werde ich eh nicht brauchen. Schon mal 26 mit, so wie vom Stein. Oder habe ich schon Zeppelin? Glas habe ich auch noch. Wolle habe ich eine Menge. So, dann gehen wir jetzt erstmal schlafen. Ich denke, dann gehe ich auch noch mal in die Mine rein. Kurz was trinken heute. So, geschlafen und was getrunken. Huch, da war gerade ein Bug, denke ich mal. Ein Monster, irgendein böser Creeper oder sowas. Nein? Okay, gut. Aber ich denke, dass da unten noch was ist. Deswegen. Relativ dunkel. Okay, dann gehe ich mal hier durch, weil hier habe ich glaube ich noch nicht alles entdeckt. Ich weiß es nicht. Moment, Leute, ich muss mal gerade die Jalousie von mir ein bisschen runter machen. In Höhlen ist das nämlich immer so eine Sache bei Minecraft. Da ist es ja auch immer ein bisschen dunkler und dann sehe ich mich selbst im Bildschirm. Da geht's runter, hier geht's hoch. Ich muss natürlich gucken, dass von hinten nichts kommt. Gucke ich mal. Wie laut ist denn der Sound? Ich denke, den kann ich auf 50 machen. Ich weiß ja nicht. Stelle ich da mal noch eine Fackel hin. Hier oben war nichts mehr, soweit ich weiß. Eine Menge Kohle haben wir hier noch. Aber wirklich eine Menge. Krass, wie dunkel es noch an manchen Stellen ist. Besonders da unten. Ja, wie ich schon gedacht habe, haben wir nicht alles erforscht. Ah, oh, das Gold. Geil. Auf welcher Höhe sind wir denn? Oh, 37 und da kommt schon Gold. Boah, das ist auf jeden Fall mal kreativ. Kann ich spuren, das ist auch Gold. Da unten ist ein Skelett. Kann man nicht. Ich habe einen Zombie gehört. Kein GLP-Zombie, sondern einfach nur ein Zombie. Auf Creeper habe ich gerade gar keine Lust. Ich krieg sogar bei denen einen kleinen Adrenalinschub, wenn die mir folgen. Ist hier unten nichts spawnt? Ist in Ordnung? Nee, gut. So.
mein Gott. Ah, schon wieder fünf Winkel. Das ist ja so eine Sache, die ich gar nicht leiden kann. Wenn es hier fünf verschiedene Gänge gibt, aus denen natürlich auch die Monster kommen können. Also, wir haben schon ein Skelett gesehen, aber so richtig begegnet sind wir noch insgesamt kein Monster bis jetzt. Ich hoffe, wir finden noch wieder zurück. Ansonsten muss ich leider Singleplayer-Commands benutzen. Haben wir genug Sticks, können wir uns ja noch machen. Ich habe ja Holz dabei. Sticks allein habe ich auch schon dabei. So. Da die Kohle hole ich jetzt mal. Hol ich noch mit. So, komm. Da ist auch noch Kohle. Und das war's schon. Oh, hatte ich ja gelohnt. Das war ja nicht zu zeitaufwendig. So, die Kohle nehmen wir auch noch mit. Ich hoffe, wir finden auch den nächsten Diamant. Ich meine, Gold haben wir schon gefunden. Wir sind bei 36. Hm. So früh schon Gold. Bin ich gar nicht gewohnt. Sonst kam das immer tiefer. Wie man es von Gold eben kennt. Ziemlich flüssige Frames. Oh ne, ich glaube, das Kohle runter. Verdammt. Zumindest mal hier so im Moment habe ich so um die 90 Frames. Das ist ziemlich flüssig. Das ist sogar sehr flüssig. Da ist noch Eisen. Hole ich auch noch mit. Natürlich. Ich meine, warum sollte ich nicht? So. Gold, da muss ich leider diese Spitzhacke benutzen. Die Hauptsache ist aber, dass wir das Gold haben. Zack. Fackel reinstellen. Dann hole ich mir noch das Gold hier. So, die Spitzhacke wieder tauschen. Gehen wir uns langsam nach unten und sehen eine weitere große Abteilung dieser großen Höhle. Ich hoffe mal, hier kommt gleich nicht ein Creeper entgegen. Ich denke, das Loch mache ich mal zu, damit ich schon nicht reinfalle. Ich crafte mir auch schon mal, wow, schon wieder ein Stack voll, ein paar Fackeln nach. So, jetzt habe ich den Stack Fackeln. Ich habe zwei Fleisch dabei. Das Skelett ist einfach verschwunden. Geil. Da ist so wie aus ein riesiger Wasserfall. Ich hoffe, mir springt gleich nicht hin. Okay, ich habe gerade ein Skelett gemacht. Okay, bei 23 schon Lapis. Das wollte ich eigentlich nur gucken. Ich wollte jetzt nicht hier F3 cheaten, sondern einfach nur gucken. Das schon Lapis. Hier ist sogar schon Redstone. Da unten ist auch Lava. Okay. Heftige Cave. Ganz heftige Cave. Ich höre einen Zombie. Da ist auch Redstone. Ah, Alter. Tut mir leid. Gerade musste ich das benutzen.
das. Boah, verdammt, wie groß die Höhle hier ist. Ich hab schon gleich keine Lust mehr. Oh, Zombie ganz nah. Ah, ich hab einen Mist. Boah. Na, falsch. Gut, da oben kommt nix. Ich hoffe auch, dass man mich diesmal ein bisschen besser hört als sonst. Ich habe jetzt mal den allgemeinen Sound runtergedreht, die Musik dann jetzt auch noch leiser gemacht und Mikrofon noch mal um 10 Dezibel verstärkt. Und dadurch sollte das allgemein. Sollte ich allgemein besser verständlich sein. Oh, kann man schon mit Stein abbauen. Geil. Wusste ich noch nicht. So. Das haben wir noch bis dazu. Dann gehen wir mal durch. Ich finde es auch schon heftig, dass so früh schon die geilsten Materialien kommen. Fehlt nur noch, dass bei mir Diamant bei 20 schon kommt. Ja, da war ich auch schon. Boah, jetzt geht's da oben auch noch lang. Ich glaube, ich finde nicht mehr so. Ah, da oben sind sie. Boah, habe ich mich gerade. Ja. Na gut, ich denke mal, ich gehe zurück. Ich habe keine Lust jetzt noch hier alles zu entdecken. Ich hole dann noch ein Lapis Lazuli mit, dann gehe ich zurück. Oh, da ist ja noch mehr. Toll. Ja, hier ist noch Gold. Ah. Oh, da ist Lava. Da ist auch Lava. Na egal, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal zurück. Denn mit so viel Gold habe ich keine Lust, krepieren zu gehen. Ich meine, okay, ich wurde zwar bis jetzt nicht wirklich richtig angegriffen, aber ist ja eigentlich trotzdem verständlich. Und hoch hier. Hier hoch. Schon mal Schwert, hier ist ja das meiste beleuchtet. Das heißt zwar wiederum nicht, dass hier nichts mehr ist, aber. Da unten mache ich es nicht mehr. Vielleicht gucken, ob ich hier noch was finde, was ich noch beleuchten kann. Ja, definitiv. Ist definitiv noch genug. Komm, holen wir noch ein bisschen Kohle mit.